Ich glaube, die Art ist, aber wer von der Wand ist. Die verbiegen. Das war ein krasses Verzeichen. Hallo! Ja. Hey! Was? Ich kann mir auch noch Marmelade ran schaffen, wenn noch was gebraucht wird. Ja, wir sind gerade an der Uni in Wittenherdecke. Das ist ja so eine Art freie Uni sozusagen. Und wir machen jetzt den Vormittag an der Summer School mit. Ja, das heißt, wir haben jetzt gleich so einen Auftakt mit ein bisschen Theaterspielen und so weiter. Das ist sportlich. Kopf. Gut, die andere Hand dazu. Durch die Nase einatmen. Und ich studiere Wirtschaftswissenschaften, weil ich mich nach der Schule mit Freunden selbstständig gemacht habe, haben also unser eigenes Unternehmen gegründet und irgendwann hatte ich Praxis, aber mir fehlte die Theorie. Und Witten verbindet halt genau diesen Aspekt. Das heißt, Witten hat eine unheimlich hohe Selbstständigenquote. Die Leute sind sehr, sehr aktiv hier. Und du meinst, Studium ist sehr freigestaltet. Das heißt, es ist nicht wie an einer staatlichen Uni, du hast einen Stundenplan, es ist alles hart vorgegeben, sondern du bist hier auch Unternehmer deines Studiums. Ich momentan zahle erstmal gar nichts, weil wir ein Finanzierungskonzept hier an der Uni anbieten können von den Studierenden aus, was dir ermöglicht, erstmal nichts zu zahlen, sondern erst im Nachgang einen bestimmten Anteil deines Einkommens zu zahlen. Das heißt, bei mir sind es 10% über 10 Jahre meines Einkommens, das ich bezahle. Und wenn du einen prozentualen Anteil deines Einkommens nur zurückzahlen musst, ja, und du verdienst halt sehr, sehr wenig, dann ist gleichzeitig das, was du an die Uni zurückgibst, sehr gering. Eigentlich muss Bildung so sein, dass es für jeden möglich ist und eben nicht von finanziellen Mitteln abhängig ist. Und ich finde auch generell, wenn es hier jetzt heißt 500 Euro im Monat, finde ich schon ziemlich happig. Wenn man mit einem großen Batzen halt an Schulden, ist es ja letztendlich, dann ins Berufsleben geht. Aber es würde mich letztendlich nicht abhalten. Also wenn mich die Uni absolut überzeugt und ich sage, ich will da unbedingt studieren, wäre es für mich kein Hindernis. Mich hat fasziniert der Gedanke, dass die Menschen, die Größtes geleistet haben in der Gesellschaft, nicht Menschen waren, die da für dieses Feld begnadet waren, sondern genau an der Stelle eine große Schwäche haben und irgendwann die verrückte Entscheidung getroffen haben, diese Schwäche möchte ich loswerden. Also Alfred Adler hat Genies untersucht und festgestellt, dass Genies Menschen tatsächlich fast immer waren, die ein Problem an der Stelle hatten und das loswerden wollen. Sie haben am Ende überkompensiert. Die Kraft steckt in jedem Menschen, aus Schwächen, aus Problemen Stärken zu machen. Wir brauchen ein Kompetenzenbildungssystem, kein Wissensbildungssystem. Dank Internet sind die Zugänge längst da. Diesen Wandel müssen wir vollziehen im Bildungsbereich. Ja? Es muss am Ende die Befähigung rauskommen, aktiver Partner im Leben zu sein. Ja, Bildung ist für mich vor allem nicht einfach nur jetzt eine Seite, jetzt zum Beispiel einfach nur Wirtschaft, sondern eben, dass man alle Seiten des Menschen eigentlich weiterbildet. Und ja, das kenne ich auch so ein bisschen von der Waldorfschule eben, dass man ja viele verschiedene Einflüsse sammelt und dann viele verschiedene Seiten betrachtet und alles auf einmal lernt. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall der Hauptpunkt eigentlich in der Bildung. Das ist eine Komplettbildung, sage ich mal, ist auch so eine ganzheitliche Bildung. Ja, wir machen uns gleich auf nach Leichlingen, 60 Kilometer. Wenn das Wetter hält, wird es bestimmt ganz nett. Ich denke, es ist nicht zu weit, es ist für jeden machbar. Und wir haben bestimmt unseren Spaß und finden hoffentlich den Weg wunderbar.